Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal direkt rein. XRP heute bei 56 Cent. Soweit wieder ein bisschen auf dem Abtrend. Wir schauen einfach mal, wohin uns das Ganze führt. Bevor wir in das Video starten, bitte vergesst nicht, diesem Kanal ein Abo zu geben und einen Daumen nach oben auf dieses Video. Für euch eine Sekunde Aufwand, aber hilft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Wir schauen einmal rein. Hier, es gibt keine Zufälle. 589 Ripple. Was ein Zufall. Einfach nur so ein bisschen for fun auf jeden Fall. Wir schauen einmal rein. Hier SEC Jake Clayton damals noch. The issue of the moment is of course, what is XRP? Runs on the Ripple Network. There are a lot of people in this audience who would like to know. But I think it's your. I know from long-standing practice, the SEC does not talk about matters that are in front of them at the moment. So I'm not going to ask you that. Not going to ask you that because I know you won't give me an answer. And it's not just you; it's all your predecessors wouldn't give me the answer either. I get it. Don't worry. I'm no better than they are. But what's the process by which this is determined, and the timing? When does the marketplace know the outcome to this really important question? Because as you know, Ripple right now is the second largest market cap token after Bitcoin. I think I'll go back to what I said, is that we are open to people coming in to see us, engage with us, discuss their particular situation, and work through it with us. And some of the, I will tell you, some of these questions, require a lot of information in order to get to a definitive position. Right. Many are very obvious. You know, I'm selling you my token. I'm going to go off and produce a venture, and hopefully you'll get a return for having purchased that token. And I assume, like at other these situations, having a consistency of message as between the SEC and your investors is probably a important kind of starting point. Yeah, let me just say this. We're very, very open to people coming in to see us. But I hope it doesn't come as a surprise that when you tell us about your approach, that what you tell us is the same thing you're telling people who you want to invest in your venture. If there's a big gap between what you're telling us and the way you're marketing your venture, it's not a good place to start. It's not a good place to start. Okay, everybody taking notes out there, got that one down? Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wohin uns die ganze SEC-Klage und so weiter noch führen mag. Bin mal gespannt, ob da noch was Großartiges jetzt kommt in der nächsten Zeit, vielleicht noch diesen Monat. Oder ob das vielleicht noch sich bis Sommer oder so zieht. Ich habe auf jeden Fall öfter jetzt gelesen, dass der Worst Case, in Anführungsstrichen, so gar nicht so schlimm ist, wie wahrscheinlich alle Leute das sich immer so vorstellen oder immer darstellen. Eigentlich kann da uns als Retail-Investoren nicht großartig viel passieren, aber ich denke mal, da werde ich in weiteren Videos noch drauf eingehen. Ein weiterer Punkt hier, Mike Green. Wenn du mich als Krypto-Fan fragst, die Brückenwährung XRP, dezentralisierter XRP-Ledger, ohne irgendwelche Kontrolle vom Staat und von den oberen Eliten, sage ich mal. Wir gucken mal rein. But that's not what people are now being encouraged to do, right? What people are being encouraged today is to buy Bitcoin and hold that Bitcoin because it's going to make them rich without them making any other choices. That's where my objection begins to emerge. I can't possibly know the future. I can't possibly tell you that Bitcoin is going to a million or that Bitcoin is going to zero. That's not my job, right? What I'm doing within Bitcoin is identifying something very, very different, which is that the narrative that people are being told is not true. The US dollar is not collapsing. We are not seeing, levels of money printing that are guaranteed to cause any particular outcome, whether that's inflation or deflation or the stock market going up or anything else, right? It contributes to those. I'm not going to deny that. But the narrative that we're being pitched is one that's untrue. The narrative that Bitcoin is a truly decentralized system that can't be stopped, that is not true, right? The nature of the system is increasingly centralized.
We're being told that the energy consumption doesn't matter because it's being produced off of waste energy. Again, these are not true statements. And it's very uncomfortable, to your point. Like, what makes you deeply uncomfortable to be with in interactions, and it makes me uncomfortable, right, in interactions, is to look people in the eye and say, no, that statement you just made is not true. And that's a socially unfriendly thing to do. It makes me very angry when people say it to me, right? That was an untrue statement, Mike. If I did it intentionally, if I intended to deceive somebody, I'm going to be very defensive. I'm going to be offended that somebody would feel that way. And I think you see that from the crypto community. I think at the core, most of the people that are involved deeply in the industry know that they're engaged in a variant of fake it till you make it, right? With the hope that they can get this thing large enough that effectively the government views it as too big to fail, right? I don't think that's going to happen. Auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt, dass einfach der XRP Ledger dezentralisiert ist. Sagen ja auch immer viele in den Kommentaren, dass das nicht der Fall wäre. Da muss ich aber klar widersprechen, der XRP Ledger ist dezentralisiert. Es kann niemand kommen und dich einfach da rauskicken oder, keine Ahnung, deine Adresse sperren oder so. Das funktioniert so einfach nicht. Dann geht es weiter von David Schwartz. Dann sagt er hier einen Tag, wo er schon lange drauf gehofft hat, dass der kommt, ist jetzt endlich da. Man weiß natürlich nicht, was er damit meint. Hier sagt einer, ob er Opa geworden ist. Ja, das weiß ich ja nicht. Aber auf jeden Fall irgendwas sehr, sehr Großes ist passiert. Dann geht es weiter. Hier Mr. Pool. Dollar. Watch out for US Treasury. Oder mehr Stimulus-Checks. Also noch mehr von diesen Checks, die die USA gerade der ganzen Bevölkerung zur Verfügung stellt, wo die einfach mal so, was sind das mal, $2,000 oder so, oder $1,000, $2,000, irgendwie so, dann da einfach der ganzen Bevölkerung $2,000 gibt, um die Wirtschaft anzukurbeln, dass das natürlich Sozialismus ist und das in einer stabilen Wirtschaft so nicht laufen kann auf lange Frist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, was es ja eigentlich ist. Ja, das werden wahrscheinlich viele hier selbst wissen. Evergreen, der Truck, der da ja stuck ist. Eine weitere Blockade. Evergreen, ich meine mit dem Schiff, das kennen wir alle. Okay, das Bild hatte ich noch gar nicht gesehen. Geil, ey. Ja, auf jeden Fall. Bernie Sanders überwacht das Ganze hier auch. Naja, ob der Bagger hier eben was reißt. Who knows, who knows. Dann geht es weiter. Evergreen, die grüne Agenda. Der grüne Reset, wir gehen grün, grüne Technologie, der Riddler auf dem Bullen hier. Auf jeden Fall, die Agenda ist da nicht zu vernachlässigen in diesem ganzen Spiel. Zufall im Januar damals, no coincidence, all planned. Dann Februar, coincidence, change, 44 Tage später. Dann daraufhin der Traffic Jam. Suezkanal constructed between 1859. Sehr interessant. Hier geht es auf jeden Fall noch etlich weiter. Kann man auf jeden Fall auch mal auf Twitter sich alles durchlesen. Ich scroll mal ganz kurz durch, wenn ihr pausieren wollt. Ah, es ist auf jeden Fall heftig, wie in die Tiefe manche Riddler hier gehen. So, I'm telling you lots about UFOs, aliens and time travel because a major signing will perhaps force disclosure this year. Die Blinden werden sehen. Denke ich auch auf jeden Fall mit den UFOs und mit den Aliens, dass die uns da was vorspielen könnten. Darf man das noch sagen? Wahrscheinlich. Project Bluebeam kann man sich auf jeden Fall mal zu informieren. Hängt natürlich auch dann zusammen mit der Einheitswährung oder der Brückenwährung auf der Welt. Dann hier April 589. Hier 4589X. Das XRP-Logo. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann geht's hier Lux a Currency Reset. Die taiwanesische Zentralbank oder Insider darin sagen hier Overhaul of the Dollar Policy. Neue Währung. Dann schreibt er hier noch Taiwan
wurde auf einmal zum erste Weltland hier, ne? Die können auf jeden Fall sich sofort entwickeln. Natürlich, wenn die die ganzen Vorteile von XRP oder digitalen Währungen nutzen können, dann wären die auf jeden Fall, zack, der Vorreiter in Sachen Finanzpolitik wahrscheinlich. Naja gut, das wahrscheinlich noch nicht. Aber was weiß ich schon? Generell kauft oder verkauft nicht, nur weil ich hier irgendwas sage. Ich bin einfach nur ein kleiner Typ, der eh die Sachen recherchiert. So wie hier, Suezkanal, dass das hier oben drauf ist. Got a load of this. Die Symbolik, sehr interessant auf jeden Fall. Hier auch ein wichtiger Punkt wahrscheinlich. Dann geht es weiter hier. Ich predige nicht, ich kümmere mich. Ich bin nur brutal ehrlich. Es ist nicht 10 Dollar XRP oder 100 Dollar XRP. XRP hat unendlichen Wert. Ja, es wird ein wilder Run werden, denke ich persönlich auch. Wenn viele Leute mal sagen, hier, ja, das kann maximal 1 Dollar erreichen oder so. Ich meine, selbst wenn, dann ist es jetzt, dann verdoppelt man sein Geld jetzt. Dann ist es ja auch ein richtig schlechtes Investment auf jeden Fall. Nein, 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 das geht ja auch nicht. Also das sind ja auch Prozente, die man an der Börse halt so gar nicht bekommt. Also zeigt mir mal irgendwie normale Aktien, die da irgendwo mal an einem Tag einen Run hinlegen von 100% oder so. Eher ungewöhnlich, meiner Meinung nach. Dann hier. Fool 220022, die Ripple-Website beim 404-Fehler. Blue und dann hier der Narr. Sehr interessant auf jeden Fall. Es ist immer noch 2020. Babacax hat niemals gelogen. 2020, XRP ist King. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann hier. Warum geht XDC nicht ab? Warum geht XLM nicht ab? Warum geht Hedera nicht ab? Obwohl es gerade ein bisschen abgeht. Warum geht Atom nicht ab? Warum geht XRP nicht ab? Und warum geht IOTA nicht ab? Die größten und besten Projekte, immer wenn sie abgehen wollen, dann werden sie auf jeden Fall wieder nach unten gehauen, sage ich mal. I wonder why, also er fragt sich warum. Und wahrscheinlich, wie er ja auch schon schreibt, du hast Algorand vergessen. Algorand würde ich da auf jeden Fall auch aufnehmen. Diese Coins habe ich alle außer Atom. Das habe ich noch nicht. Würde ich aber auch gerne noch in nächster Zukunft besitzen. Dann ist hier, warum würden die uns reich machen? Auch ein häufiges Argument, so ja, aber warum sollten die uns keine Retail-Investoren reich machen? Aber hier, egal was für einen Status du erreichen willst, hier Millionär oder Milliardär, ne, sie gehen für den Trillionär-Status, was bei uns dann ja Billionär wäre. Du wärst immer noch viel weiter unter denen. Deswegen würden die es auf jeden Fall zulassen, auch aus meiner Sicht, dass man einen Millionär oder Milliardär wird mit XRP, weil es einfach so wenig Leute sind und du hättest immer noch keine Macht. Du dürftest ja trotzdem nicht, keine Ahnung, ohne Maske rumlaufen oder so. Das wäre dir ja trotzdem noch verboten. Du musst dich ja trotzdem noch an deren Gesetze halten. Naja. Aber wer weiß schon, was am Ende des Tages wirklich passiert. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder. Frische neue XRP-News everyday, meine Meinung. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin, kommt gerne in den Discord, Telegram, Instagram und in den Kommentaren. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den heutigen Themen und auch meine Meinung. Kritisiert gerne, wie ihr Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.